Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Alex Strickt hier auf YouTube. Ich bin Alexandra und ihr kennt mich unter dem Namen Alex Strickt hier auf YouTube und auf Instagram und Facebook. Es ist 2,5 Wochen her, seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe und ich habe heute gedacht, mal wieder spontan, es ist Zeit für ein Lebenszeichen. Lebenszeichen in dem Sinne, dass uns hier irgendwie in den letzten 3 Wochen, ich glaube 2-mal, richtig dicke, fette Erkältungen erwischt haben. Also die ersten Herbst-Grippal-Infekte haben wir aus dem Kindergarten mitbekommen und mich hat es letzte Woche sowas von umgehauen. Also das ist irgendwie eine ganz fiese Geschichte, die hier rumgegangen ist. Und erst hat es mein Großer gehabt, dann hat es die Kleine gekriegt, dann hatte ich es. Und inzwischen nimmt es noch seinen Lauf in der Familie. Aber inzwischen geht es mir wieder gut. Aber ich war tatsächlich auch auf Arbeit ein paar Tage krank gemeldet, weil es mir wirklich nicht gut ging. Und ja, ich hatte viel Strickzeit dadurch. Und ich habe auch echt richtig was geschafft. Also es gibt viel zu zeigen. Ich muss mal schauen, wie wir heute mit der Zeit durchkommen. Es ist gerade wieder Mittagspause und ich nehme auf. Und ja, jetzt muss ich einfach mal schauen, wie lange ich da heute brauche. Genau, deswegen, ich hoffe, ich wirke nicht allzu sehr gehetzt. Und ja, verzeiht es mir, wenn ich vielleicht nicht ganz so super entspannt bin, wie ihr das sonst von mir kennt. Aber ich werde mir Mühe geben. So, es gibt tatsächlich 3 Finished Objects diese Woche zu bestaunen. Und eins seht ihr auch schon. Es ist dieser wunderschöne Loop, der auch inzwischen einen Namen hat. Es ist der Loop Jake, aber mit Y geschrieben, passend zum Garn, das ich verwendet habe. Das ist nämlich die Krönchenwolle, die Merino Yak Color. Und das ist dieser wundervolle Farbton. Das ist die Farbe 8505. Und ich finde, der ist so toll geworden. Also der ist am Stück gestrickt, das habt ihr ja beim letzten Mal schon gesehen. Und er ist mit einem Three-Needle-Bind-Off geschlossen. Das war ja ein provisorischer Maschenanschlag. Der wurde dann zum Schluss, nachdem die 2 Knäuel, also 200 Gramm wiegt der Schal, 2 Knäuel sind hier verstrickt worden, dann den provisorischen Maschenanschlag wieder aufgelöst, die Maschen aufgefangen und dann eben mit einem Three-Needle-Bind-Off geschlossen. Und das ist dieser wunderschöne Schal. Ich habe da jetzt mein Mikrofon drin, deswegen ich kann nicht ganz so viel machen, aber man kann ihn zum Beispiel auch, wenn es windig ist, super gut so als Haramaki zum Beispiel tragen, als Haube. Und er ist echt super cool. So ist er doppelt gelegt und man kann ihn natürlich auch noch so tragen, dass man ihn als Schlaufe macht und dann so durchfädelt. Das ist eher so diese Männervariante, sag ich da immer. Genau. Super tolles Garn, klassisches Sockengarn mit 100 Gramm 400 Metern. Und was ist übrig geblieben von 2 Knäueln? Genau so viel. Also ziemliche Punktlandung. Das ist natürlich das Schöne bei diesem Schal, dass man da, weil er am Stück gestrickt ist, einfach selber dosieren kann, wie lange strickt man, wie viel bleibt übrig. Und hier ist auch ein kleiner I-Cord-Rand mitgestrickt, der natürlich auch einen schönen Abschluss bildet, sodass man im Nachhinein wirklich nichts mehr machen muss. Es ist ein Diagonal-Rippenmuster eingestrickt, aus rechten und linken Maschen bestehend. Und beim nächsten Mal zeige ich ihn euch dann nochmal so mitgebracht. Aber ich fand, heute war er hat mich heute so angelacht, er wollte heute um meinen Hals. Genau. Also den werde ich auch behalten, der ist für mich. Und ich habe da ja nochmal 2 Knäuel von dieser Merino Yak Color nochmal in so Blau-Grautönen. Und ich warte auf Post, da müsste auch noch eine weitere Farbe drin sein. Also das wird nicht der letzte Loop Jake gewesen sein. Da hat übrigens die Tage auch der Teststrick angefangen. Also ich rechne damit, dass wir zum November hin, dass es die Anleitung dann dafür geben wird. Genau, also wer da schon Lust und Laune hat, kann schon mal gern bestellen oder mal durch den Stash wühlen gehen. Man braucht 2 Knäuel Sockengarn, das haben ja sehr viele von euch auch zu Hause. Und was, wie man hier sieht, sehr, sehr gut funktioniert, das ist so selbstmusterndes Sockengarn. Und gerade auch die Krönchenwolle, die ist ja sehr exklusiv, auch von den Bestandteilen. Es ist ja fast so schade, die für die Füße zu verstricken. Also wer so ein bisschen was Besonderes auch hat, wie man sieht, macht sich das wirklich sehr, sehr gut. Genau.
Genau. Das war Finished Object Nummer 1. Finished Object Nummer 2 sind meine Pulswärmer vom Snowflake Skull. Das sind die Handwarmer Mona, gestrickt aus der Schachmeier Merino Extra 85, Lauflänge 50 Gramm, 85 Meter. Und man braucht für die beiden Pulswärmer, ich glaube, ich habe jeweils einen Knäuel angestrickt, das ist von jedem ein bisschen was übrig geblieben. Also sagen wir pro Pulswärmer ungefähr 30 Gramm, sowas in der Richtung. Genau, was man auch machen kann, ist, dass man Sportweight Garn doppelt nimmt, also zum Beispiel die Merino 170 doppelt halten, da kommt man aufs gleiche Ergebnis. Und wie ihr seht, haben die Pulswärmer innen eine glatte Fläche, hier eine Absetzung und dann geht es in dieses wunderschöne Zopfmuster über. Und der Daumen ist auch ein bisschen herausgestrickt. Oh, sieht man das gut? Nächstes Mal muss ich eine helle Farbe nehmen. Und genau, da gibt es so eine kleine Armkugel, die noch geformt wurde. Genau, das sind die Handwarmer Mona. Die habe ich fertiggestellt. Eine Punktlandung war das am Abend, am 30.09. So lange lief ja der Snowflake-Skull. Auch nochmal einen herzlichen Dank an euch alle fürs fleißige Mitmachen auf Instagram und auch hier auf YouTube. Machen wir es gleich. Es folgt jetzt ein Filmchen mit euren Beiträgen. Da sind wir wieder. Ihr könnt noch bis zum 15. Oktober mir eure Fotos schicken und damit noch in den Lostopf wandern für ein Garnpaket von Schachmeier. Und zwar könnt ihr diese Merino 85 gewinnen, und zwar 5 Knäuel. Da könnt ihr euch die beiden Handwärmer stricken und noch die Mützenanleitung. Das bekommt ihr noch on top von mir. Und ihr könnt, wie gesagt, teilnehmen, indem ihr, egal welche Anleitung von mir, egal ob kostenfrei, kostenpflichtig, ob eine, zwei oder drei, ob was Kleines oder Großes. Ihr könnt stricken, was ihr wollt. Und bis zum 15. Oktober könnt ihr mir noch hier auf meine E-Mail-Adresse für den Lostopf von YouTube noch euer Projekt schicken, was ihr gestrickt habt. Die E-Mail-Adresse findet ihr unter dem Video in der Beschreibungsbox. Und weil ich ja auch diese 5 Knäuel habe und gesagt habe, ich will nicht nur die Handstulpen, sondern ich will auch noch eine passende Mütze dazu, habe ich auch schon eine Mütze Mona für mich angeschlagen. Und zwar erstmal aus den beiden Restknäulen, die hier noch übrig waren. Und ich denke, dass ich noch 1,5 Knäuel ungefähr brauche. Also von den 5 müsste gut was übrig bleiben. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Set stricken. Für Erwachsene. Genau, in eurer Wunschfarbe natürlich. Das heißt, die Bedingungen für das Gewinnspiel, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, ihr braucht eine Postadresse in Deutschland, Schweiz und Österreich
Und ihr müsst damit einverstanden sein, dass ihr mir eure Adresse dann nach beim Gewinn dann zusendet, die ich dann an Instagram weitergeben darf. Die Anleitung selbst bekommt ihr auf elektronischem Wege von mir zugesendet und eine Barauszahlung ist natürlich leider nicht möglich. Komme mir vor wie im Fernsehen, wenn die diese Apothekenwerbung immer bringen. So, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Garndealer Ihres Vertrauens. Genau, also das ist die Schachmeier Merino 85. Und die lasse ich jetzt direkt gleich einfach mal an. Und das Set ist wirklich sehr schön, da freue ich mich auch schon drauf. Und die Handstulpen habe ich tatsächlich auch schon angehabt, jetzt morgens beim Kinder wegbringen. Ja, ich bin ja eh so eine Frostbeule und von der Seite her kann es mir da auch nicht warm genug sein. Genau. So. Womit geht's weiter? Ich habe gesagt, drei Finished Objects. Ich habe noch was gestrickt. Das habt ihr gar nicht mitgekriegt bislang, weil es so schnell ging. Die ist, die ist auch noch während des Snowflakes-Kals entstanden. Und zwar ist das eine Bonnet Pioneer Bear für meine kleine Maus. Ich habe meinen Stash durchwühlt und habe zwei Garne zusammengehalten, Sportweight-Kategorie. Und zwar einmal... Das weiße Garn ist die Merino 170 von Schachmeier und das bunte ist ein Regenbogenknäuel gewesen. Das war auch Restgarn von Lana Crossa, die Cool Wool Print heißt die, glaube ich. Genau, in so einem Regenbogenfarbverlauf. Und zusammen ergibt es diesen schön bunt gemusterten, melierten Effekt. Und die Bonnet Pioneer Bear ist ja auch eine Anleitung von mir. Die wird quasi von unten wird die gestrickt. Man strickt erst beide Ohrenklappen, fügt das dann ganz zusammen, strickt in der Runde bis hoch und nimmt dann oben ab. Genau, die Mütze selber gibt es in drei Größen. Von Newborn, da wird sie mit einfach gehaltenem DK-Garn gestrickt. Und zwei Kindergrößen, einmal fürs erste Lebensjahr und einmal für danach. Meine Kleine ist 2 Jahre alt und das ist die größte Kindermütze. Und durch dieses Zopfmuster stretcht die sich auch unheimlich mit. Und das ist 100% Merino-Garn, ja, Superwash, easy peasy, pflegeleicht, genau. Die habe ich gestrickt letzte Woche, als ich krank war. Das ist dann in 1-2 Tagen, ist dann so ein Mützchen dann auch gestrickt. Genau, was gibt's noch? Weiter gestrickt habe ich an dem Babyjäckchen, da habe ich immer noch keinen Namen. Ich habe eine Idee, die mir gerade einfällt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber das sieht auch schon ganz gut aus. Eigentlich wollte ich das ja auch schon fertig haben, aber mir ist quasi das Garn fast ausgegangen. Und ich warte ja da eben auf eine Lieferung und da sind hier nochmal 2 Knäuel in Braun mit dabei. Und dann habe ich hoffentlich beim nächsten Mal dann das Jäckchen fertig. Das ist dieses einfache, relativ schlichte Raglan-Jäckchen, was auf glatt links gestrickt wird, mit diesem tollen Rückenzopf. Da, wo der Marke hängt, war ich beim letzten Mal. Also ich habe gut was gestrickt. Hier habe ich das Knäuel angesetzt? Weiß gar nicht mehr. Kann sein. Genau. Also da wird jetzt noch ein Stück bis nach unten gestrickt. Und dann kommen die Ärmel dran und dann ist das auch fertig. Also da habe ich beim letzten Mal viel erzählt. Da mag ich diesmal eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Hier unter den Armen gibt es 2 rechte Maschen, die weitergeführt werden. Also das zeige ich euch dann beim nächsten Mal einfach, wenn es mehr Form annimmt und es hoffentlich auch zu Ende ist. Gestrickt mit Merino 120 von Schachenmeier auf 4er Nadeln. Das sind Knit Pro Symphonie in der Rosenholz-Variante. Das habe ich alles gar nicht erzählt. Die werden mit Nadelstärke 5 gestrickt. Das war Nadelstärke 3,5. Das Mützlein ist Nadelstärke 5 am Bündchen und hier oben mit der 6. Und die Bonnet Pioneer Bear wird begonnen mit Nadelstärke 3,5 und dann wechselt man auf die 4. Genau. Dann habe ich weiter gestrickt. Jetzt muss ich wieder ausholen. Und zwar
den Shawl Suri habe ich weiter gestrickt aus der wundervollen Suri Alpaka von Lang. Der wird gestrickt mit Nadelstärke 4,5. Das hier sind die Nitpro Zingnadeln, ein Schraubseilsystem. Und ich bin bei der letzten Farbe angekommen. Farbe Schwarz. Sehr dankbare Farbe. Wie sagt der ein oder andere, fröhliches Schwarz am Abend. Ja, ist für abends natürlich wirklich etwas schwierig. Geht nur mit Festbeleuchtung. Aber ja, es sind ja eigentlich nur rechte Maschen auf der Hinreihe und linke Maschen auf der Rückreihe. Das geht auch oft ohne hinzugucken. Mensch, jetzt habe ich mich hier aber völlig verdröselt mit dem Schal. Also, da ging es los mit Gelb. Dann kam ein Farbwechsel, die Suri-Streifen. Dann kam die Farbe Rosenquarz. Dann kam ein Hellgrau. Dann kam ein Petrol. Da war ich beim letzten Mal. Dann ist das alles noch dazugekommen, Farbwechsel. Und ich bin im ersten Knäuel der letzten Farbe, Farbe Schwarz. Ich freue mich auch schon riesig auf diesen Schal. Der ist echt mega groß. Und den kann man sich dann so wunderbar um den Hals wickeln in allen Farben, dass man sich dann immer aussuchen kann, was man gerade oben trägt, was passt am besten zur Klamotte, worauf hat man heute Lust. Und gestrickt zweimal zwei Knäuel pro Farbe, fünf Farben, 10 Knäuel, 10 mal 25 Gramm. Also er ist am Ende ein totales Leichtgewicht. Das liegt eben an diesem wunderbar flauschigen Suri Alpaka Garn. Ich zeige euch mal den Faden. Ja, da seht ihr es. Es ist ein eher dickeres Garn. Die Maschenprobe vom Standardknäuel sind 16 Maschen auf 24 Reihen. Und gestrickt wird mit Nadelstärke 4,5-5. Genau, also ich bin total begeistert von dem Garn. Es fusselt nicht. Es ist wirklich eine gute Alternative zu Mohair. Und ist halt eben durch das Alpaka super flauschig. Und ich finde auch die Farbpalette, die es da gibt von Lang, finde ich wirklich, sind ganz tolle Farben dabei. Also ihr seht ja hier so eine Auswahl. Es gibt noch schöne Pastelltöne. Es gibt aber auch starke Farben. Es gibt auch so einen Goldton und ein dunkles Rot und Grüntöne. Also da ist wirklich für alles was dabei. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Den Loopsuri habe ich ja auch schon gestrickt und euch gezeigt. Und das ist jetzt eben der Langschal dazu. Und also wirklich ein tolles Garn. Das macht wirklich Lust, damit zu stricken. Und deswegen geht auch so ein großes Projekt mit dem Garn recht gut von der Hand. Habe ich dazu alles gesagt? Ich denke schon. Da hat übrigens auch schon der Teststrick gestartet. Und ich rechne da damit, dass ich im Dezember wahrscheinlich die Anleitung dazu bringen werde. So. Und ich habe auch noch mal was Neues angeschlagen. Ich habe es ja schon gesagt, wenn die großen Schals durch sind oder fast durch, möchte ich einen Pullover anschlagen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe einen Colorwork-Pullover angeschlagen. Und ich habe mich jetzt entschieden für eine Anleitung von Drops, also eine kostenfreie Anleitung. Und zwar ist das der Pullover Steingart. Ich zeige euch mal ein Bild. So, ich habe mich mal für sowas entschieden. Ich fand den eigentlich ganz spannend. Der ist, glaube ich, relativ unbekannt. Das Design ist noch nicht mega alt. Ich glaube, vor 2-3 Jahren oder so kam das raus. Und das habe ich auf Ravelry gefunden. Ich habe da mich einfach durchgeklickt und durchgesucht. Und den fand ich nicht schlecht. Den fand ich auch von den Mustern recht groß und einfach. Ich habe ja noch nie einen Colorwork-Pullover gestrickt. Bis jetzt nur Colorwork-Schals. Und da habe ich gedacht, ich will mich da auch nicht gleich übernehmen, indem ich dann mit drei Farben gleichzeitig stricke oder dergleichen. Und deswegen habe ich gedacht, das sah von der Anleitung her machbar aus. Ich habe mir hier auch die Charts, die da dabei waren, mit bunten Stiften von meinen Kindern mal ausgemalt. Also ihr seht, ich werde in einem Blau-Grau-Spektrum unterwegs sein. Das habe ich mal ausgemalt und
Ich hatte vor einer ganzen Weile, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, von Schachenmeier ja mal Probeknäuel in allen Farben gekriegt, von der Wolf of Future. Das ist ein DK-Gun, hat eine Maschenprobe 22 Maschen mit Nadelstärke 4 und hat eine Lauflänge von 50 Gramm auf 165 Meter. Das Schöne bei der Wolf of Future ist, die ist aus recycelten Materialien, nämlich aus recycelter Merino-Wolle. Nee, Quatsch. Die ist aus Merino-Wolle und hat dazu noch recycelte Baumwolle und recycelte PET-Plastikflaschen mit dabei. Und die Verteilung sind 35% Baumwolle, 33% Poly und 30% Wolle und 2% sonstige Fasern. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich finde es nicht schlecht. Hat sich auch sehr gut verstricken lassen. Ich habe mir davon ja letztes Jahr im Winter schon einen Pullover gestrickt, den Wilhelmine-Sweater. Da ist es das Original-Garn. Und ich habe mich jetzt für aus diesem Farbkonvolut, was ich hatte, für diese Farben hier entschieden. Als Hauptfarbe für den Oberbereich dieses Petrol und für den unteren Bereich, für den Körper unten dieses Schwarz. Und für den Colorwork-Teil eben noch dieses Haselnussbraun, dieses helle Mint und dieses Hellblau. Das hat mir so in dem Bereich sehr gut gefallen in der Kombination. Und ich habe da auch schon mal angefangen. Ich hoffe, mir fallen jetzt keine Nadeln, keine Maschen von der Nadel. Und ich habe den Oberbereich mal angefangen zu stricken. Und zwar oben gibt es einen hellen Anschlag, dann geht es auf dieses Petrol und dann sind auch schon die ersten Colorwork-Reihen mit dabei. Ich finde, das Garn macht sich ganz gut für Colorwork und was ich hier sehr, sehr schön finde, das hat mir bei dem Wilhelmine-Sweater schon gefallen, das ist, dass dieses Garn so einen melierten Effekt hat. Dadurch sind die Farben nicht so langweilig, nicht so platt und plan. Masche! Ja, ich muss jetzt wechseln auf die nächste Nadellänge. Das sind Adi 4,0. Ich glaube, eigentlich nimmt man 3,5. Da hatte ich aber keine so eine kleine. Ja, genau, man fängt eigentlich an mit 3,5er oben am Ausschnitt. Ich habe das aber nicht, deswegen bin ich auf. Nee, Quatsch, so rum. Hier oben der Anschlag, das Bündchen, das strickt man eigentlich mit 3,5. Das hatte ich aber nicht und habe ich mit 3,0 gestartet und da ich ja relativ locker stricke, habe ich dann noch mal ein bisschen lockerer gemacht. Genau. Und dann bin ich auf die Vierer von Adi gewechselt, auf die 40 cm und jetzt wäre es aber so weit, dass ich genug Maschen habe, um auf das nächste Seil zu wechseln auf 60 cm. Das hatte ich mir auch schon vorbereitet. Da wechsle ich auf die Adi Novelle. Genau, ja, also ich finde, das macht einen ganz guten Eindruck. Ich bin mal gespannt, ob ich locker genug die Spannfäden habe. Eigentlich schon, aber wie gesagt, ich habe selber noch keine Erfahrung mit einem Pullover und weiß also nicht, ob die Spannfäden locker genug sind. Das wird sich dann eben halt zeigen. Aber das ist eben der erste Versuch und dafür finde ich es eigentlich schon recht gut. Das habe ich, glaube ich, an einem Abend oder zwei Abenden gestrickt. Und das läuft eigentlich recht gut. Das Chart kann man gut lesen. Und bis jetzt bin ich wirklich auch mit den Farben sehr, sehr zufrieden. Genau, also, da werden wir sehen, was dann am Ende auch herauskommt. Genau. Genau, ich finde es total schwierig. Geht euch das auch so? Was habt ihr denn da für Erfahrungen? Habt ihr schon mal Colorwork Pullover gestrickt? Ich finde das sehr, sehr schwierig. Wenn man so eine bestehende Anleitung hat und da sind bestimmte Farben vorgegeben, tut ihr euch dann leicht, das in euer Farbschema zu adaptieren? Also ich fand das jetzt sehr, sehr schwierig zu entscheiden, welche Farben nimmt man für was und welches wird die Hauptfarbe, welches sind Kontrastfarben, reicht der Kontrast oder wird es zu grell oder also ich fand das gar nicht so einfach, bei so einem großen Projekt sich da vernünftig zu entscheiden. Was habt denn ihr da für Erfahrungen? Habt ihr schon mal so große Colorwork-Pullover gestrickt? Das würde mich mal interessieren, wie ihr da auch vorgeht.
Genau, das waren so die Sachen, die Projekte, an denen ich aktuell arbeite. Ich habe noch dann eine Maschenprobe gemacht oder zumindest auch erweitert. Und zwar hatte ich euch ja schon vor längerem mal gezeigt, ein von der Merino 120 habe ich schwarz in einige Knäuel und dazu noch ein paar Kontrastfarben. Das ist so ein, oder es kommt ganz anders als in echt, das ist so ein Pinkton eigentlich. Es wirkt jetzt sehr rot in der Kamera. Naja, da soll es Mützen draus geben. Und da habe ich jetzt mal angefangen, Maschenproben zu machen. Einmal in glatt rechts. Das ist jetzt nun nichts Besonderes, nichts Neues. Da habe ich unten ein Bündchen und dann ein glatt rechts Teil, damit ich weiß, wie breit es kommt. Und dann wäre die Idee, eine Mütze zu machen, die entweder man kann sie als Wendemütze nutzen oder eben einfach, oder man muss sie ja auch nicht wenden, aber sie wäre tragbar von zwei Seiten. Und zwar dann außen drumherum ein Netzmuster zu machen, wo dann das Schwarz durchscheint. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich muss das dann einfach mal anfangen. Und jedenfalls habe ich hier jetzt angefangen, die Maschenprobe weiter zu stricken, ob das von der Maschenanzahl hinkommt. Und das tut's. Also der Plan könnte funktionieren. Und jetzt wäre dann der nächste Schritt, da eine Mütze anzuschlagen, die dann zweifarbig daherkommt und die man dann heute so tragen kann und morgen so. Genau. Das wollte ich schon relativ lang machen, weil ich habe eine befreundete Familie. Da wollte ich mich bedanken. Und die haben sich als Dankeschön schwarze Mützen gewünscht. Schwarze Kindermützen, weil die das für den Karnevalsverein, glaube ich, brauchen, Faschingsverein brauchen. Wenn die dann im Umzug mitlaufen, haben die da alle dann schwarze Mützen auf. Und da ich so schwarze Mützen, ja, ist gut, wenn man vor allem, wenn man diesen Zweck hat, alles in Ordnung. Das finde ich aber so relativ langweilig und ich dachte mir so, das wäre ja eigentlich ganz cool, da eine Wendemütze dann draus zu machen. Und deswegen gibt es diesen Plan schon relativ lange. Ich glaube, im Frühling kam der schon auf. Ich habe auch das Garn schon relativ lang, das habe ich euch ja schon vor Zeiten mal gezeigt. Und jetzt kommt ja bald der Winter und die Faschingssaison fängt an. Von der Seite her, jetzt wird es Zeit, da die Mützen dazu noch zu stricken. Genau. Und das wäre dann so das nächste Projekt, was ich anfange, dass ich an diesen Mützen weiter stricke. Genau. Und wenn der große Surischal weg ist, kommt auch die Bubbles und Braids Weste wieder auf die Nadeln. Die habe ich nicht vergessen. Da laufe ich jeden Tag auch an diesem schönen Leo-Garn vorbei. Streichel das immer mal, weil ich mir denke, oh. Aber wie gesagt, ich hatte einfach noch keine Zeit. Und letzte Woche, wo ich so krank war, da hatte ich auch echt keinen Nerv, mir da nochmal Gedanken zu machen und Sachen aufzuschreiben. Aber das kommt dann eben, wie gesagt, als nächstes. Ja, das war es dann auch schon mit allen Themen, die gerade offen sind. War ich doch relativ flott durch, aber ich habe auch Gas gegeben, habe mich beeilt. Und dann hätte ich jetzt noch Zeit für eine persönliche Frage. Ihr hattet mich mal gefragt, welche Stricktechniken ich am liebsten mag. Ja, also vieles habt ihr, glaube ich, auch schon mitbekommen. Stricktechniken sind ja klassischerweise sowas wie Colorwork, glatt gestrickt, Netz-Lace-Geschichten oder auch Brioche. Und da kann ich sagen, dass ich gerne Sachen mag. Ach genau, Zopfen gehört auch mit dazu. Entschuldigung. Ja, ich liebe Zopfmuster, wo ich so ein bisschen Probleme habe, wo ich noch nicht so richtig den Weg reingefunden habe. Aber das muss ich einfach auch mal ausprobieren. Da muss ich mich mal zwingen nochmal. Sind diese keltischen Zopfmuster. Wo man dann halt mit linken Maschen und rechten Maschen und dabei zopfen. Und ich finde die wunderschön. Und das muss ich mir wirklich auch nochmal, das muss ich nochmal wirklich ausprobieren und üben. Das interessiert mich sehr. Ich finde Zopfmuster unheimlich schön. Deswegen gibt es auch in meinen Designs immer wieder Zopfmuster. Ansonsten stricke ich gerne rechte Maschen. Wie viele von euch auch. Colorwork mag ich auch sehr.
Habe aber bislang, wie gesagt, noch keine großen Sachen in Colorwork gestrickt. Das ist eben jetzt mit diesem Pullover mal das erste Mal, dass ich das in einem größeren Projekt versuche. Und womit ich wirklich überhaupt nicht klarkomme, das ist Brioche. Also da, ich habe auch schon mal einen Brioche-Schal, so einen Loop schon mal gestrickt. Aber habe ich sogar zweifarbig gestrickt. Zweifarbiges Brioche und das ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da zieht es mich auch wirklich gar nicht dazu. Ich kann euch das nicht genau sagen. Mir ist das irgendwie zu anstrengend. Und ich finde, da kommt man auch so wahnsinnig langsam voran. So langsame Fortschritte ist ja eh nicht so meins. Deswegen stricke ich ja auch so gerne meine Projekte mit eher dickeren Garn und auch eigentlich eher dickeren Nadeln. Also, dass ich mal zu Nadelstärke 3 greife, ist ja wirklich selten. Ich glaube, unter Nadelstärke 3 habe ich, glaube ich, noch nie gestrickt, außer so Baby-Booties mal. Aber ansonsten Zahnstocher, dünne Wolle, dünnes Garn, langsame Projekte. Das ist nicht so meine Welt. Ich brauche da schnelle Ergebnisse oder irgendwie abwechslungsreiche Sachen. Klar, jetzt kann man sagen, bei Brioche, da kann man sich ja auch Sachen raussuchen, wo man dann hier mal Maschen aufnimmt, Maschen zunimmt und einem Muster folgt. Ja. Kann man, ich finde die Sachen auch wunderschön, wenn ich das bei anderen sehe. Also Brioche strickt ja auch die Marion von Willows Gestrick sehr, sehr viel. Auch die Annette von The Nerd Knits strickt viel Brioche. Ich finde es auch toll. Aber nee, mich holt es selber nicht ab. Ich habe da gar kein Verlangen und Bedürfnis, mal was in diese Richtung zu stricken. Was ich auch mag, ist Lace-Muster. Aber da darf es auch nicht zu kompliziert werden. Also mir geht es dann immer so, einfache Lace-Geschichten, ja, finde ich klasse. Aber wenn die Charts in Anleitungen gefühlt so groß sind und man ein Lineal braucht, eine Lupe und noch einen Textmarker, um irgendwie zu wissen, wo man ist, da bin ich auch raus. Da habe ich auch keine Lust. Weil mich nervt es auch, wenn ich abends auf der Couch sitze und da stricke ich halt am meisten und ich dann quasi drapiert bin mit Anleitung, mit Buch. Büchern, mit Zetteln und also es geht mal, aber ich weiß das sehr zu schätzen, wenn zum Beispiel ich abends maximal so viel liegen habe, damit ich ungefähr gucken kann, wo und wie und was. Und das gilt für Colorwork, das gilt für auch für Lace-Geschichten. Deswegen, ja, ich mag es halt einfach und schlicht. Und ich mag sehr, sehr gerne grundsätzlich Mustersätze, die nicht so eine Komplexität haben und die sich auch relativ gut wiederholen und die eingängig sind, die man sich sehr, sehr gut merken kann. Da bin ich ein großer Fan davon. Und deswegen sind auch sehr häufig meine Anleitungen so geschrieben und aufgebaut, dass es eher kurze Rapports gibt, die man sich vielleicht dann auch irgendwie so merken kann und nicht dieses Gezettel die ganze Zeit hat. Genau. Also so viel zum Thema. Wie geht es euch denn da so mit solchen Sachen? Was für Stricktechniken sind denn so eure Lieblingsthemen? Strickt ihr gerne einfach rechts geradeaus? Das fand ich ja eine ganze Zeit lang ganz, ganz schrecklich. Viel zu langweilig. Wenn es geht, versuche ich das auch zu vermeiden. Aber bei einem Pullover oder so ist es halt dann so, dass der Rumpfteil oder die Ärmel, die sind halt manchmal einfach rechts geradeaus. Genau, aber mich würde natürlich schon auch interessieren, was spricht euch denn an? Ist es eher das Abwechslungsreiche oder dass man abends beim Fernsehen gucken einfach das Hirn ausschalten kann und einfach vor sich hin fummelt? Mögt ihr Brioche, Colorwork, Lace? Seht es mir nach, wenn ich jetzt auch irgendwelche Stricktechniken vergessen habe. Wenn ich was nicht erwähnt habe, dann mache ich es entweder nicht gerne oder ich habe es noch nicht ausprobiert. Und genau, gestiegt habe ich auch noch nicht. Das ist quasi, wenn man eine Strickjacke in Colorwork in der Runde strickt und dann am Ende das vorne aufschneidet, wie man halt eigentlich bin ich grundsätzlich eher jemand, der mehr kleinere Projekte strickt, mal ab und zu eine Strickjacke, ja. Aber eigentlich bin ich wirklich eher so ein Accessoire-Typ, Schal, Mützen, Babysachen, für mich eher was, wo ich sage, da habe ich einen schnellen Fortschritt, da kann ich mich dran erfreuen.
Da sehe ich, was ich abends noch geschafft habe. Und man kann, es sind halt auch oft sehr, sehr oft schöne Mitbringprojekte oder Schenkprojekte, wenn jemand Geburtstag hat oder Weihnachten ist oder wie auch immer. So ein kleiner Lob ist schnell gestrickt oder auch so ein paar Handstulpen. Das geht relativ schnell. Genau. Ja, also, das war's. Beim nächsten Mal, wie gesagt, ist der Snowflakes-Call dann offiziell hier auch auf YouTube beendet. Und es wird eine Gewinnspielauslosung geben. Also ich möchte euch jetzt nochmal aufrufen. Schickt mir doch eure Projekte. Ihr könnt ja auch noch was starten. Es ist ja noch über eine Woche Zeit. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst mir doch gerne ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Ich lese das sehr, sehr gerne und versuche es auch zu beantworten, wenn es mir die Zeit ermöglicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!